Hallo ihr Lieben, euer Girls ist hier, hier. Heute geht es um Premieren. Premieren auf YouTube. Dieses Thema habe ich schon so oft gehabt, aber ich muss noch ein weiteres Mal erwähnen. Premieren auf YouTube, eigentlich coole Sache. Du kannst als Content Creator deine Videos ankündigen und die Leute können sich das gemeinsam anschauen. Cool, coole Idee. Ich benutze die Premieren immer so. Quasi als Fernsehzeitung. Es gibt Premieren, die sind teilweise schon 60 Tage im Voraus geplant. Ich finde das eigentlich relativ cool. Wie so eine Fernsehzeitung. Wenn du komplett interessiert bist an ein Let's Play, dann kannst du eine Playlist schauen und dann kannst du genau gucken, ah ja, dann und dann ist das Finale, dann und dann ist das und das. Und man kann sich so ein bisschen mental darauf einstellen. Ich finde das eigentlich voll cool. Aber mittlerweile bin ich am Zweifeln, ob ich die Premieren überhaupt noch weitermache oder nicht. Leute, seid mir ehrlich, soll ich Premieren noch machen oder nicht? Weil immer, wenn ich ganz viele Premieren raushaue, wenn ich einen coolen Tag habe, denke ich mir so, okay, Girl, du machst jetzt paar Videobeschreibungen, 6 Videobeschreibungen. Und dann werden das alles Premieren und dann ist die ganze Abo-Box-Folge gespammt. Dann gucke ich wieder beim Dashboard. Oh shit, wieder 2 Leute haben deabonniert. Und komischerweise, immer dann, wenn ich Premieren rausballere. Scheinbar, obwohl es gut gemeint ist, dass ich viel Content mache und das schon vorplane, ist es wohl zu spammy. Von daher meine Frage an euch. Soll ich Premieren komplett weglassen oder soll ich spezielle Videos mal als Premiere machen? Wie zum Beispiel Smash-Content, Trends-Videos, Talk-Videos, Taste-Test, ihr kennt ja die ganzen Formate. Schmink-Videos, I don't know. Premieren, ja, nein. Und wenn, welche Videos als Premieren? Das ist immer so das, was ich mich frage. Anderes Thema. Das war jetzt das mit den Premieren, das ist eigentlich so der Hauptfokus. Ich finde es cool, wenn man so ein bisschen vorausplanen kann und das schon alles in eine Playlist packen kann, ohne Probleme. Die Leute sehen, was einen so erwartet, aber kommt nicht so gut an. Deswegen meine Bitte an euch, weitermachen oder lassen. Nächstes Thema. Thumbnail. Hey Sissy, warum machst du eigentlich keine Thumbnails? Das ist so blöd und unprofessionell und scheiße. Du bist sowieso kacke und Das Ding ist, ich kann vielleicht professionelle Videobearbeitung, aber ich kann keine Fotos bearbeiten. Ich habe auch keinen Bock, irgendwie 30 Minuten an einem Bild zu sitzen, wenn es letzten Endes auf den Inhalt des Videos ankommt. Wenn ich ein Let's Play schauen möchte, dann ist es mir scheißegal, wie es aussieht, wenn da steht Folge 13 und man hat zwar so schon das Let's Play angefangen, das gefällt einem, dann guckst du es weiter. Du guckst ja auch nicht irgendwie eine Serie Game of Thrones und schaust nur Folge 3, 5 und 7. Wenn du es magst, schaust du dir alles an. Von Folge 1 bis Folge, keine Ahnung was. Bedeutet, für Let's Play ist es eigentlich irrelevant. Ob es Thumbnails gibt oder nicht. Denk mal drüber nach. Beispiel. Ich mag Super Smash Bros. Wenn da jemand in der Abo-Box ist, der gerade Super Smash Bros. Macht, denke ich mir so, oh cool, Smash. Dann gucke ich mir das alles an. Ist mir scheißegal, wie das Thumbnail aussieht. Selbst wenn es ein schwarzes Bild ist und ein Haufen Kacke abgebildet ist, ich werde es mir anschauen. Scheiß mal auf die Thumbnails. Der Inhalt. Oder die Let's Playerin, der Let's Player ist doch dann wichtig. Und für solche Videos wie das hier, so Talk-Videos, Trans-Videos, whatever, ist auch Quatsch, irgendwie ein Thumbnail zu entwerfen. Und das Thema heißt Premieren und Thumbnails und vieles mehr. Was soll ich denn da machen? Was willst du denn da für ein Thumbnail überhaupt machen? Das ist doch sinnvoll, wenn man einfach mich sieht. Dann sieht man, hey, das mit Greenscreen, das Talk-Video, ist cool.
keine Ahnung, Mann. Ich finde es einfach schwachsinnig. Es ist eine Videoplattform und es ist nicht Instagram oder was weiß ich. Fotocontest 2021. Da könnt ihr gerne eure Fotokreation, eure Thumbnails hinschicken. Letzten Endes kommt es nur auf den Videoinhalt an. Und da bringe ich lieber ein oder zwei Videos mehr am Tag raus, bleibt dann keine Thumbnails. Und ich muss sagen, damals, wo ich angefangen habe mit YouTube, da waren die automatischen Thumbnails von YouTube komplett garbage. Heutzutage sucht sich YouTube so ein bisschen die besten Szenen raus. Wenn irgendwie was Krasses abgeht, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stinkefinger in die Kamera halten würde, dann würde YouTube mir das wahrscheinlich anzeigen. Als eventuelles Thumbnail. So funktioniert es heutzutage. Die automatischen Thumbnails von YouTube sind auch tausendmal besser geworden als damals. And this is a fact. Und dann gibt es noch die Kritik. Hey, Girl, du bist doch so krass im Video-Editing. Warum machst du kein Video-Editing mit überkrassen Effekten, Digga? Mach ich nicht. Wofür? Es sind Serious Talk Videos. Es ist keine Meme-Compilation, es ist kein Combo-Video oder ähnliches. Es ist kein Zusammenschnitt, kein Best-of. Warum soll ich dann irgendwelche Effekte draufknallen? Imagine, ich mache irgendwie ein Video über Trans, was man zu Trans-Personen zum Beispiel nicht sagen sollte. So richtig komplett Serious Business. Und dann kommen da irgendwelche memigen, weirden, lustigen Effekte. Das nimmt doch komplett Seriosität raus. Warum sollte ich sowas machen? Ich kann das zwar. Da könnt ihr, falls ihr es nicht glaubt, meine alten Videos anschauen. Anime-Memes habe ich gemacht. Problem nur, ich hasse die Videos, weil das mein altes geschauspielertes Ich ist, wo ich mich noch selbst gehasst habe. Aber ja, wenn ihr es mir nicht glaubt, guckt euch die Anime-Memes an. Und ich hasse es, wenn man Let's Plays erstens schneidet, zweitens mit Effekten bearbeitet. Das ist Quatsch. Let's Play ist ein Let's Play. Da sollte nichts geschnitten werden. Man will doch alles sehen. Deswegen gucke ich doch ein Let's Play. Und wenn da irgendwelche Effekte draufgeballert werden. Nein. Es ist doch keine Best-of-Compilation. Also warum irgendwelche Effekte? Naja, das wäre dieses Thema. Das sind so ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen lagen. Was YouTube betrifft, wollte ich mal besprochen haben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Auf jeden Fall musste ich mir das von der Seele reden. Und noch ein letztes Thema. Da bin ich schon voll bei. Wenn mir einer blöd kommt, ich mache Instant-Blog. Es kam schon so richtig bescheuerte Kommentare von wegen, ja, was ist denn mit deiner Stimme los? Und ich kenne dich von der alten Dungeons & Warriors Let's Plays und da war die Stimme ja ganz anders. Ja, ach, da war die Stimme anders. Da habe ich ja auch eine männliche Person geschauspielert. Ist doch klar, dass die Stimme da anders war. Oder werden die richtig beleidigen und richtig eklig, ey. Blockier sofort weg. Ich bin so stolz auf meine Stimme. Oder soll ich als Frau richtig tief reden und ja, passt ja voll gut, ne? Das ist ja richtig passend. Ich meine, welche Frau hat nicht so eine tiefe Stimme? Sag mal, denken diese Leute überhaupt richtig nach? Manche Leute wissen überhaupt nicht, erstens, wenn Transpersonen umgeht, was es bewirken kann, wenn man solche Sachen sah. Und zweitens, das heißt, irgendwelche Leute haben alte Videos geschaut und denken sich dann nach 100 Jahren, ja, ich guck mir den Kanal nochmal an. Und dann, obwohl es mit Facecam und allen Scheiß ist und man ganz klar sieht, dass ich ein Girl bin, zeigen die dann, deine Stimme ist voll komisch geworden. Oder noch schlimmere Sachen. Ist klar, dass ich jetzt nicht so eine tiefe Stimme hab. Warum auch? Welches Girl hat so eine tiefe Stimme? Ich bin voll stolz drauf, dass so eine, ja, schon hohe, cute, weibliche Stimme hinbekomme. Andere Transpersonen strugglen mit der Stimme ewig, hassen die eigene Stimme und reden dann immer noch so tief.
vielleicht ist die Resonanz etwas besser, aber dann klingt das halt so und da ist immer noch dieses dunkle Männliche drinne. Und das habe ich halt nicht und bin voll froh drüber. Versteht ihr das? Ich mache irgendwann noch Videos dazu, wie eine Stimme aufgebaut ist, wie es richtig ist, wie es falsch ist. Irgendwann kommt das. Und vielleicht sollten sich das dann diese Leute mal anschauen. Was eine tiefe männliche Stimme ist. Mit hohem Pitch oder mit niedrigem Pitch. Was eine weibliche Stimme ist. Mit hohem Pitch. Das ist bei mir so. Oder mit tiefem Pitch. Deswegen, Leute, passt auf, was ihr sagt. Gerade bei Transpersonen. Und, naja. Wollt euch nur vorwarnen. In letzter Zeit habe ich ein paar Leute aussortiert. Und ich habe mal gehört, dass jemand gesagt hat, ich weiß nicht mehr welche Person, sortier den ganzen Müll in dein Leben aus. Denn den brauchst du sowieso nicht. Macht dich nur unglücklich und bringt dich nicht weiter. Wenn irgendwelche toxischen Leute rumheulen wegen irgendwelchen Kleinigkeiten, dann bringt mir das ja als Content Creator nichts. Klar, es hilft der Algorithmus, selbst wenn die da rumhalten, aber ganz ehrlich, da kann ich gern drauf verzichten und ja, schmeiß sie direkt raus, brauche ich nicht. Wir wollen hier nämlich nur Good Vibes in den Kommentaren haben. Ich bin immer nett zu euch, dann müsst ihr auch nett zu mir sein. Okay, das wollte ich nur mal loswerden. Ein paar allgemeine Sachen. Aber wie gesagt, schreibt jetzt in die Kommentare, wie das mit den Premieren weitergehen soll. Premieren ja oder nein? Und welche Videoreihen sollten optimal eine Premiere haben oder nicht? Und zweiter Punkt, habt ihr euch schon mal irgendwie belästigt gefühlt von der Premiere? Könnt ihr auch euch ehrlich sein. Wenn ihr mal meint, hey, du hast echt 6 Premieren nur so rausgehauen, das war ein bisschen too much, könnt ihr mich das gerne wissen lassen. Deswegen habe ich heute das Video gemacht, damit wir gemeinsam darüber diskutieren, wie wir es in Zukunft handhaben werden oder ob wir es komplett lassen mit den Premieren. Okay. Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mich das gerne im Kommentar wissen lassen. Ansonsten würde ich sagen, stay awesome. Eure Sissy. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!